Hallo zusammen! Und schon sind wir hier beim zweiten Video. Das ging schnell. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder hier seid und ich freue mich auch sehr über euer Feedback vom letzten Mal. Ja, was ich heute machen werde, ich werde euch einige Produkte vorstellen, die ich mir diese Woche gekauft habe. Also keine PR-Samples, sondern wirklich nur Produkte, die ich mir selbst gekauft habe. Diese Woche. Ich kaufe jede Woche ziemlich viel, deshalb macht euch auf etwas gefasst. Also ich beginne gleich mal mit Sephora. Und zwar habe ich dort am Montag, glaube ich, eine Bestellung aufgegeben. Und ich habe sehr viele Highlighter gekauft. Ich bin süchtig. Also zum einen wäre das dieser Tarte Exposed Highlight Amazonian Clay Highlighter. Diese langen Namen sind ja auch immer so toll. Also, das wäre das hier. Dieser Highlighter hat mich absolut angesprochen, weil ich online Bilder gesehen habe und er sah wirklich feucht aus. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn die Wangen so wirklich feucht aussehen und nicht, dass man den Puder nicht sieht, das liebe ich bei Highlightern und dieser ist definitiv so einer. Ich habe ihn gestern getragen. Wer meine Insta-Story gesehen hat, der wird es gesehen haben und wird ihn wahrscheinlich bereits lieben und muss ihn auch haben. Dann habe ich mir diesen Becca First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh gekauft. Das ist ein lilaner Primer. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Er macht die Haut einfach absolut dewy, glowy. Er ist auch ein bisschen aufgrund vom Lila, macht er die Haut ein bisschen wacher. Also vor allem, ich habe ja sehr gelbe Haut und deshalb neigt meine Haut auch ein bisschen dazu, ein bisschen müde auszusehen. Und dieser Primer gibt gleich so einen Kick für die Haut und ich finde ihn sehr toll. Habe ihn schon getestet, habe ihn gestern getragen. Finde ihn Hammer. Reviews werden natürlich folgen, also ich werde euch jetzt hier nicht bei jedem Produkt sagen, wie das Produkt ist. Wenn ich es weiß, sage ich es euch, ansonsten stelle ich es euch einfach kurz vor. Dann habe ich mir diesen CoverFX Highlighter gekauft in der Farbe Moonlight, also der heißt The Perfect Light Highlighting Powder. Das ist ein ganz natürlicher Highlighter. Der ist wirklich auf der Haut, als würde man von innen raus leuchten. Also als hätte man sich gesund ernährt und mache ich leider nicht immer, aber sieht wirklich sehr schön auf der Haut aus. Gibt diesen wirklich diesen Radiant Glow from Within Look und das liebe ich bei Highlightern, vor allem für jeden Tag. Da möchte man ja nicht unbedingt einen metallischen Highlighter tragen. Ich zumindest nicht, auch wenn ich Highlighter liebe und deshalb dieser Highlighter. Dann habe ich mir diesen Stila Heaven's Hue Highlighter gekauft in der Farbe Transcendence. Dieser Highlighter hat so eine spezielle Textur, Leute. Ich muss ihn erst noch aufkriegen. Und schon habe ich ihn kaputt gemacht. Oh, Mensch! So, hier seht ihr nun meinen Finger drin. Der hat so ein bisschen eine Play-Doh-Konsistenz. Ganz speziell, aber der Highlighter ist wirklich sehr hübsch. Lässt sich auftragen wie ein Puder, ist aber ein cremiger Highlighter. Und ich muss ihn noch ein bisschen länger testen, um euch da mehr zu sagen, aber sehr hübsch. Dann liebe ich ja die Marke, die Estée Edit. Und deshalb musste dieser Fluid Metal Eyeshadow mit. Oder mit, deshalb habe ich ihn mir bestellt. Der kommt mit so einem Doe Foot Applicator und er ist so golden und verleiht dem Auge wirklich einfach so einen Glanz, einen glossy, wet Glanz. Finde ihn absolut schön und er eignet sich auch vor allem als Topcoat. Also wenn man ihn einfach über Lidschatten drüber verwendet, sieht das auch sehr cool aus. Auch hierzu folgt noch eine Review. Dann schwärmen ja zurzeit alle amerikanischen YouTuber von diesem Stila Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadows.
Ich habe mir die Farbe Smoky Storm bestellt und auch das ist eigentlich ähnlich wie dieser die Estée Edit Lidschatten. Auch so ein Topcoat kann man auch alleine aufbauen, aber ist vor allem eigentlich als ein Glitter-Topcoat gedacht. So, das wäre es dann mit Sephora. Ich habe mir dann kürzlich noch im Globus in Zürich den Laura Mercier Candle Glow Sheer Perfecting Powder in der Farbe 1, weil ich ja so hell bin, gekauft. Und das ist eigentlich nichts anderes als so ein Hourglass Puder. Ich würde fast sagen, dass es wahrscheinlich so ein bisschen ein Abklatsch ist. Ich habe es noch nicht getestet. Mal sehen, wie das funktioniert. Hat mich auf jeden Fall im Laden angesprochen. Es sah wirklich glowy aus und ich mag ja diesen pudrigen Look einfach nicht. Und das soll ja ein Finishing Powder sein, das ein bisschen einen Glow verleiht. Und deshalb musste das mit. Dann habe ich mir auch noch den Laura Mercier Matte Radiance Baked Powder in der Farbe 01 gekauft. Von dem schwärmt ja Kathleen Light so sehr. Diesen trage ich außerdem heute auf meinen Wangen. Und auch der. Schön. Ihr wisst ja, ich liebe die Smashbox Lidschattenpaletten. Diese neuen, die Covershot-Paletten. Und ich musste mir gestern noch eine bei Marionu kaufen. Und zwar ist das die Smoky Palette. Und so sieht dieses gute Stück aus. Ich trage diese Farben auch gerade jetzt auf meinen Lidern. Die lassen sich einfach so schön verblenden und sind so pigmentiert. Kauft sie euch, wenn ihr sie noch nicht habt. Ach, und wie cool ist bitte die Verpackung? Ich benutze ja immer Beauty Blender für meine Foundation, teilweise auch für den Highlighter, für den Concealer. Aber ich liebe auch die Real Techniques Schwämmchen. Und deshalb habe ich mir diese hier gekauft. Also die Orangen, die kenne ich schon, benutze ich auch schon seit Jahren. Und dann habe ich auch noch diesen Sculpting Sponge gekauft und auch den Mini oder die Mini Eraser Sponges. Ich bin gespannt auf die beiden hier. Die kenne ich ja schon und ich finde, das sind eigentlich die besten Dupes zu den Beauty Blendern. Dann, ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Lushie. Ich liebe Lush über alles und ich könnte in Lush schlafen, ich könnte mich in Lush einnisten und dort leben. Sehr dramatisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und als ich dann die neuen Sachen hier gesehen habe, mussten einige natürlich mit. Zum einen dieses Plum Rain Duschgel. Das riecht so lecker. Oh, das riecht wie Frühling. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich werde sowieso einen Blogpost darüber schreiben. Also schaut dann in nächster Zeit mal vorbei. Aber schnuppert mal daran, wenn ihr im Lush seid. Ich benutze ja sehr viel Lippenpeelings, einfach weil ich so viele Lipswatches mache und auch so viele Liquid Lipsticks trage, dass meine Lippen wirklich Peelings benötigen zwischendurch. Und dann habe ich diese Chocolate Lippenpeeling gekauft von Lush. Das riecht wirklich wie Schokolade. Ich habe ja mal beim Lush gearbeitet und meine ehemalige Kollegin dort hat es eigentlich perfekt beschrieben. Kennt ihr diese Softcakes? Diese Cakes, die runden, die kleinen, die so die so eine Orangenfüllung drin haben. Das Ding riecht genau wie diese Schokolade. So lecker. Und zu guter Letzt habe ich beim Lush noch den Chicken Mix. Die Chicken Mix Badebombe gekauft. Ich muss das mal aufmachen hier. Das sieht so aus. Ich werde jetzt wahrscheinlich eine Riesensauerei machen, aber so ist das Leben. Das sieht ungefähr so aus. Ist eine riesige Badebombe, die eigentlich aus drei Stücken besteht. Kann man auch wirklich zweimal zum Baden benutzen. Und ist das nicht süß? Es ist so süß.
Und mein ganzes Zimmer riecht schon danach, also seit ich es auf meinen Schminktisch gestellt habe. Ja, das wäre dann mein Haul von dieser Woche. Ich weiß, ich bin verrückt, so viele Sachen in einer Woche zu kaufen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das nicht normal ist bei mir, aber es ist leider normal. Ups. Nee, aber ich liebe alles soweit und werde euch natürlich dann Reviews posten oder werde vielleicht auch einmal einen Look schminken, wo ich einige von diesen Produkten verwende. Dann habe ich noch eine Videoempfehlung bekommen. Und zwar hat mich eine Leserin oder eine Zuschauerin kürzlich gefragt, ob ich nicht die Shay Mitchell Looks nachschminken könnte mit diesen Covershop-Paletten. Was haltet ihr davon? Soll ich sowas machen? Ich mache das sehr gerne. Ich finde die Looks sehr gelungen. Wenn ihr diese googelt, dann werdet ihr sie gleich finden. Ich werde das sehr gerne für euch tun, wenn euch das interessiert. Einfach auch, um euch ein bisschen zu demonstrieren, wie pigmentiert die Lidschatten sind. Lasst mich das also wissen und schreibt mir doch euer Feedback in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon irgendetwas von diesen Produkten zu Hause. Dann lasst es mich wissen, wie ihr sie findet. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!